Hallo Leute, heute sprechen wir mal über die PSP. Also ich stelle euch die PSP-Spiele dar, die momentan da sind. Ist halt immer so eine kleine Momentaufnahme. Ändert sich ja ziemlich oft, was so da ist. Ist halt bloß mal so ein kleiner Überblick. Ja, geht's los. Die meisten Spiele kosten so 5 €. PSP-Spiele sind recht günstig noch. Es gibt ein paar Sammlerstücke so schon, aber alles in allen PSP-Spiele recht günstig noch zu haben. Ridge Racer, sehr gutes Spiel. Ich habe mir damals die PSP auch aus Japan importiert. Ich wollte nicht warten, bis die in Deutschland rauskommt. Müsste 2005 gewesen sein. Ein paar Monate bevor sie in Deutschland rauskam. Damals mit 32 Megabyte Karte, die auch richtig teuer war. Aber allein wegen Ridge Racer hat sich schon gelohnt. War schon geil damals. So, was haben wir noch? GTA gibt es ja auch für die PS2. Das Liberty City Story und Vice City Story. Aber sehr gutes Spiel für die PSP auch. Gerade unterwegs. Little Big Planet hat seinen Einstand auf der PSP gefunden. Megaspiel. Monster Hunter auch gut. Ridge Racer 2. Also über gute Spiele konnten sich PSP-Besitzer eigentlich nicht beschweren. Da gab es genug. Tekken. Auch eine gute Umsetzung. Da gab es auch noch so Experimente, Spiele, was man heute recht selten sieht. Mal so sowas hier. Alles ungewöhnliche Sachen. Lemming, Sega Rally, alles gut. PSP-Spiele gibt es wirklich sehr, sehr viel gutes Zeug. Gran Turismo, sicherlich ein bisschen abgespeckt zur PS2-Version, aber gerade unterwegs, damals, absolut top. Worms, mega. Auch das Assassin's Creed für so eine Handheld-Konsole damals, super. Mortal Kombat. Ja, man weiß ja die Stories. Crash Bandicoot quasi gab es ja auch. Sims natürlich. Direkt das Sammlerstück habe ich gerade nicht da. Aber ein paar gibt es tatsächlich. PSP-Spiele, die recht gut ins Geld gehen. 50, 60 €. Wobei die meisten, wie gesagt, ja recht günstig noch zu haben sind. Das ist eigentlich alles schlecht hier. Und noch Bildzeug. Und die PSP war damals auch recht beliebt bei Leuten, die Nachtschicht gemacht haben. Denn es gab auch direkte Filme. Zum Anfang gab es ja nur kleine Speicherkarten. Später konnte man sich ja dann die Filme eher auf der Speicherkarte ziehen. Aber zum Anfang musste man die Filme dann noch kaufen auf die UMDs. Und die gibt es in der etliche Filme. Man denkt, das ist nett, aber es gibt mehr wie gedacht. Wir haben auch noch ein paar Filme. Hostel. Wunderschöner Film für die Nachtschicht. So, im Großen und Ganzen war es das auch schon mit PSP. Aber wie gesagt, eigentlich kannst du hier reingreifen. Ich gucke jetzt mal groß nicht hin. Gut, jetzt Tekken und Need for Speed. Ach, du hast eigentlich immer ein Spiel, was so spielbar ist. Direkt jetzt ein schlechtes PSP-Spiel zu finden, ist direkt wirklich schwierig. Wenn man es im Kontext der Zeit sieht, die Konsole, die fast keine schlechten Spiele hatte, alles wirklich spielbar. Bis auf ein paar wenige Ausnahmen natürlich, aber PSP war schon gut. Noch ein paar Spiele habe ich vorhin. Nehme ich euch mal kurz mit. Wobei das Abriss eigentlich Quatsch ist hier so, kostet 2 €. Also wer PSP-Spiele, muss man auch sagen, ohne Verpackung hat, die sind wirklich gar nichts wert. Ist ja im Verkauf steht bloß 2 €, also hast du auch noch so MotoGP. Nochmal Little Big Planet und das Zeug, Lego.
Aber vielleicht hat da jemand Verpackungen und braucht noch die Spiele oder ein Stürznet, wenn keine Verpackung dabei ist. Ja, das war die PSP. Schöne Sammlerkonsole, noch bezahlbar. Wer was braucht, kommt vorbei. PSP-Spiele sind immer eigentlich da. Bis bald!